Ich habe mich auch rasiert heute Morgen, weil ich sah aus wie ein Yeti. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zu den Hubschraubern. Ich hatte ja gesagt, ich werde heute mitgenommen mit einem Hubschrauber, der hier sozusagen die Weinberge betreut und die Winzer betreut. Und du hast das irgendwie organisiert, ne? Jawohl. Wir haben Gott sei Dank ein recht weites Netzwerk in Ahrweiler. Ich habe einen Vermieter, der ein Weingut hat. Und da ich das Video gesehen habe und gesehen habe, der wünscht sich das, habe ich dann mit meiner Frau dann gesagt, komm, wir gucken mal, ob wir da irgendwas organisiert bekommen. Und ja, haben da den Kontakt quasi hergestellt und man hatte uns das zugesagt. Aber wie gesagt, das kommt eigentlich nicht von uns direkt. Wir sehen das einfach als Dankeschön von den ganzen Betroffenen für das, was du alles gemacht hast. Ne? Ja. Aber danke, was du in die Wege geleitet hast, sagen wir so. Ja, ne? Was du in die Wege geleitet hast, weil es bist ja nicht du alleine, es sind ja alle Helfer, die halt genau, da sind. Genau. Aber die Helfer sind halt nach deinem Aufruf die meisten davon gekommen. Da hat was auch Baumaschinen oder so angeht. Und deswegen muss man da einfach auch mal irgendwo Danke sagen. Ne? Ja, ich bedanke mich. Also da bin ich wirklich egoistisch, wenn ich einen Flugplatz sozusagen kriegen kann in einem Flugzeug oder so. Markus Angstmann nimmt mich normalerweise auch mal mit einem Ultraleicht irgendwo an die Küste auf eine Insel. Einmal im Jahr machen wir den Trip und das finde ich immer super. Das ist so meine kleine Leidenschaft. Jetzt geht es aber eigentlich darum, du bist ja auch betroffen. Da kannst du mal kurz erzählen, zum Beispiel, du hast mir eben ganz viel erzählt, ich habe mich schon geärgert, dass ich nicht mitgefilmt habe, aber zum Beispiel die Geschichte mit den Mülltonnen irgendwie, dass man sich das mal vorstellen kann, was da wirklich passiert ist. Ja, also wie gesagt, also in der Flutnacht war es eigentlich so, wir waren vorher halt oberhalb von Ahrweiler. Da gibt es so ein kleines Dorf auch eigentlich auf dem Berg. Da, also fing das Ganze im Endeffekt für uns an, dass mein Schwager angerufen hat und hat gesagt, tu mir mal bitte einen Gefallen, fahr mal bitte zu mir nach Hause. Ich habe 1,5 Meter Wasser in der Küche. Und da habe ich nur gedacht, wie kann da 1,5 Meter Wasser sein, wenn er ja oben auf dem Berg ist? Und nebendran ist halt ein kleiner Bach, der wurde anscheinend zum reißenden Fluss. Und dann sind wir da hochgefahren, haben uns das Ganze dann ja in Augenschein genommen und hatten daraus einfach, weil die Freundin da von meinem Schwager wurde quasi von der Feuerwehr da evakuiert aus dem Haus. Und die war dann bei Freunden und da haben wir nur gesagt, weil sie einen Hund hat, der verstört war, haben wir gesagt, wir nehmen einfach den Hund mit. Also das heißt, da fließt eigentlich ein Bach, ein kleiner Bach vorbei, ne? Genau. An den Häusern, du sagst irgendwie Esch eben, genau, wie heißt das? Ne? Ja, genau. Esch und der Bach fließt in die A oder wie stelle ich mir das vor? Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wohin der Bach fließt, aber der hat normalerweise eine Höhe hinterm Haus. Ich habe den selbst schon öfters gesehen, wo ich mir gedacht habe, was ist das? Aber es ist im Endeffekt, es sind 10 Zentimeter eigentlich. Ja, 10 Zentimeter und der Bach hat sich dann zu einem reißenden Fluss entwickelt, genau, und ist durch 6 Häuser durchgeflossen. Ja, ne? Soweit ich jetzt weiß, waren es 6 Häuser. Es können auch mehr gewesen sein, aber auf jeden Fall, 4 auf jeden Fall gehören schon mal der Familie, wo das durchgeflossen ist. Und dahinter ist es auch noch weiter durchgeflossen. Wo der nachher dann hingekommen ist oder wo das Wasser hingegangen ist, das kann ich nicht genau sagen. Ja. Aber es führt Richtung Dernau runter. Also es kann gut möglich sein, dass da Dernau den Berg runterkam. Das kann ich aber nicht genau sagen. Und dann hast du erzählt, dann bist du im Prinzip wieder nach Hause, nach Waldpforzheim, genau, hast da noch geholfen, Anhänger zur Seite zu schieben und so weiter. Genau. Und bist dann irgendwann zu deinem Haus. Und in dem Haus ist eine Lagerstätte für Weinflaschen, ne? Genau. Unten drunter ist ein Lagerkeller. Die genaue Größe weiß ich jetzt nicht. Wir haben jetzt ungefähr geschätzt, von der Quadratmeterzahl hier, also was das Grundstück angeht und der Deckenhöhe. Die Deckenhöhe ist höher, das ist uns schon aufgefallen. Allerdings haben wir dann mal so ausgerechnet, sind ungefähr so um die 800 Quadratmeter bei einer Deckenhöhe von 4,50 Meter. Die Deckenhöhe ist höher. Also eigentlich eine richtig große Lagerhalle, bei 800 Quadratmeter ist eine Reithallengröße sozusagen. Genau, ja. Ne? So, und wie gesagt, das sind aber nur geschätzte Sachen, aber rein rechnerisch sind es dann halt ungefähr 4 Millionen Liter Wasser, die dann halt da drin waren. Und wir standen, wie gesagt, also das Wasser kam, wir haben dann geguckt, dass wir da irgendwie noch ins Haus kommen, weil unsere zwei Kinder halt geschlafen haben. Dann sind wir dann ins Haus rein, unsere Wohnung ist im ersten Obergeschoss. Die ist Gott sei Dank nicht betroffen, aber dann fließt halt das Wasser
an unserer Haustür vorbei, bei uns unten ins Erdgeschoss. Also ich bin gerade geschockt. Sorry, ich muss hier mal rüberfilmen. Nein, ich bin hier noch nie gewesen. Ja, das ist die Umgehungsstraße. Schaut euch das mal an, hier fehlt die komplette Straße. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir fahren mal gerade hoch auf die Brücke. Moment, jetzt sind wir auf dem Weg flussabwärts Richtung Heppingen, ne? Oder? Nee, Heppingen sind wir schon durch. Das ist jetzt der nächste Ortsteil Heimersheim. Aber oben auf der Brücke kannst du das ganze Ausmaß erstmal sehen. Also, sorry, wenn ich dich unterbrochen habe gerade, aber egal wo man hier hinkommt, man sieht ständig wieder neue Katastrophen, wenn man in der Nähe von der A ist. Ich wusste das gar nicht, dass hier die Straße... Hier, schaut euch das an, die Straße fehlt. Also mit Infrastruktur in Ordnung, weiß ich nicht, ob der ADD hier schon mal war. Aber das sieht mir hier nicht mehr in Ordnung aus. Krass ist das, also das ist unfassbar. Und das Tal ist hier ja ziemlich breit, ne? Also das Tal ist hier total breit, aber die Straße ist weggespült. Also und unterhalb dieser Straße führte man einen Radweg lang. Der war auch schön mit Bäumen und allem. Also hier war noch ein Radweg, ja, neben der Straße. Fußgängerweg war noch, hier war noch eine Brücke. Ja, weiter unten. Die wurde, also die hing auch bald ab und deswegen wurde er gesprengt. Da liegt sogar noch ein Tank im Wasser. Wahrscheinlich ein Gastank, hoffe ich mal. Und das ist ja das, was ich meine. Das Flussbett ist überhaupt gar nicht geräumt. Ne? Das ist eine Katastrophe. Ne? Wenn du jetzt mal guckst, wie weit da die Straße weg ist, da liegt eine halbe Leitplanke noch drin. Dann siehst du einfach hier mal, wie viel da von der Straße überhaupt fehlt. Also, das zum Thema, die Infrastruktur ist wieder hergestellt. Ich weiß nicht, was ich von Pressekonferenzen halte, die von Menschen erfolgen, die nicht hier unten waren. Also, ich bin jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal hier. Ich bin nur, ihr seht hinten die Autobahnbrücke, bis dahin bin ich immer gekommen, weil da ist eine Deponie, da haben wir hingekriegt. Ja, genau. Ja, unfassbar. Gut. Also es wird jetzt öfters passieren, dass ich die unterbrechen werde. Alles gut. Aber dieser Weinkeller, du hast gesagt, du hast da dran gestanden, ne? Wir standen oben am Schlafzimmerfenster, weil wie gesagt, unsere Kinder haben halt geschlafen. Und wir konnten halt beobachten, dass immer weiter Mülltonnen da reingespült worden sind. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, 16, 18 Mülltonnen oder so habe ich gezählt, ja, die da reingeflossen sind. Und es gibt ja die Labels auf diesen Mülltonnen. Und wir hatten eine zum Beispiel aus Rech. Ich habe nicht alle Mülltonnen gesehen und auch nicht alle rausgeholt, weil da war das Weingut mit beschäftigt, unten den Keller aufzuräumen und auszupumpen. 2 Tage hat das gedauert, da war auch ein Bauer. Wie gesagt, ein Bauer war da, oben aus Wachberg, Bergum oben. Der hat 16.000 Liter aufgenommen mit dem Gelüffers. Ach, mit dem grünen, das habe ich gefilmt sogar. Ja? Ich glaube ja. Ja, 16.000 Liter hat er aufgenommen, dann hat er 16.000 Liter wieder abgelassen. War 2 Tage beschäftigt. Ja. Nur für den großen Keller. Weil unseren kleinen Keller, weil der im Verbund war, konnte ich nicht abpumpen oder für mir wollte ich nicht abpumpen, weil ich mir gesagt habe, wenn da 4 Millionen Liter Wasser gegen eine andere Wand hinten drücken, möchte ich ungern meinen kleinen Keller auspumpen. Ja. Ja. Dadurch, dass sie im Verbund sind, wäre sowieso immer wieder Wasser wahrscheinlich nachgesickert. Ich habe extra nochmal angehalten. Dass ich hier nochmal rausfilme? Ja, dieses also hier war halt mal klein. Also es war mal ein kleines Flussbett und es ist jetzt ein bisschen größer geworden. Und es ist überall eine Katastrophe. Also ich finde hier keine Ecke irgendwie an der A, wo ich sagen würde, sag ich mal, mit einer Schulnote bezeichnet vom Zustand her befriedigend. Das ist alles ungenügend, würde ich mal sagen. Also das ist so richtig viel Arbeit. Du meintest, die Mülltonnen, die sind auch reingesogen worden sozusagen. Ja. Das Tor ist gebrochen und dann ist eine Riesenströmung entstanden und du hast 30 Sekunden vorher noch da, glaube ich, gestanden. Oder ja, also gefühlt. Ne? Also es ging ja sowieso alles, also zeitmäßig ist es sowieso schwierig. Ne? Ich kann jetzt gerade ehrlich gesagt noch nicht mal sagen, sind wir jetzt 4. Woche? Ja, wir sind jetzt in der 5. Woche. Anfang 5. Woche. Nee, genau, Mittwoch war dann 5. Woche, genau. Ja. Und wir haben Freitag, ne? Freitag, ja, genau. Und das ist für mich halt deswegen, und das, dieser Abend war auch für mich einfach, wo ich nicht mehr wusste, was haben wir jetzt überhaupt für einen Tag? Ne? Wie viel Zeit ist vergangen oder sonstiges? Wie gesagt, ich bin durch die Tür rein, ich bin dann noch durchs Wasser gelaufen und es lief quasi an der Haustür vorbei und dann runter in den Keller, also in diesen großen Keller rein.
Da war aber nur ein Rolltor. Gefühlt war ich 30 Sekunden. Gefühlt war ich 30 Sekunden oben am Fenster und guckte, um zu sehen, wie viel Wasser kommt noch, was passiert jetzt. Und dann gab es nur noch einen Schlag und dann war das Rolltor weg. Das heißt, wenn du unten noch gestanden hättest, hätte mich das mitgezogen. Wärst du da reingesogen worden? Wahrscheinlich schon, ja. So wie ich gesehen habe, was alles mitgeschwommen ist oder mitgezogen worden ist. Bin zwar jetzt nicht der Leichteste, aber... Da macht das Wasser keinen Unterschied. Wollte ich gerade sagen. Ne? Also wir haben ja gesehen, was alles mitgerissen worden ist. Ja. Hier kommen wir nicht hoch, sehe ich gerade. Da müssen wir gerade drehen. Also du suchst jetzt gerade die Zufahrt zum Aussichtspunkt, wo drei Hubschrauber stehen. Genau, ne? Genau. Ja. Ich kenne den Weg, aber dann fahren wir jetzt wieder zurück. Hier, das ist der angenehmste Weg eigentlich. Meinst du, kommst du nicht durch da? Ne, oben steht ja die Fräse noch. Also. Seid ihr denn irgendwie gewarnt worden? Also bei uns definitiv nein. Also jeder, der jetzt sagt, ja doch, wir wurden gewarnt. Ja, ich habe von Nachbarn gehört, dass sie unten Richtung A-Strecke gefahren sind. Also wirklich Häuser, die an der A sind und da, wo die Feuerwehr gesagt hat, dass sie die Autos bitte wegfahren sollen. Aber bei uns jetzt, weil wir ja relativ weit eigentlich von der A weg wohnen, war keine Warnung, gar nichts. Wie hoch hat das Wasser dann bei euch im Endeffekt gestanden im Haus? Also im Haus selbst, aber man muss dazu sagen, der Eingang ist was höher gelegen. Unten, wie gesagt, das war Waschküche im Erdgeschoss, 30 cm ungefähr. Keller natürlich komplett voll und in der Garage war es ungefähr um die 50, 60 cm. Das heißt auch 99% von dem, was in der Garage war, weil wir einen relativ kleinen Kellerraum haben, haben wir wegwerfen müssen. Ja, dann hat es euch ja im Verhältnis zu allen Geschädigten noch gut erwischt. Ja, definitiv, definitiv. Ja. Also da will ich mich auch gar nicht drüber beschweren. Da hat es uns eigentlich recht gut erwischt. Ja. Ja. Die Schienen hier machen die weg, weil das durch Hochwasser geschädigt ist. Genau, alles, ne? Genau. Die bauen die quasi aus. Ja. Hier überall stehen hier gerade Fahrzeuge. Also überall wird hier irgendwie gebaut. Die machen Frischwasserzuleitung, legen die jetzt zum Beispiel da oben. Ach so, das ist eine provisorische Frischwasserzuleitung, oder? Ich weiß nicht, ob das die provisorische ist. Da liegen zum Beispiel die Frischwasserzuleitungen auf der Palette. Ja. Weil hier wird gleichzeitig, hier ist nämlich die Stelle, wo es demnächst einseitig nur noch befahrbar ist oder sogar komplett gesperrt, weil hier die Gasleitung von Lohsdorf nach Peppingen gelegt wird. Ich glaube, 6 Wochen haben wir dafür eingeplant. Neu gelegt wird, also eine defekte Gasleitung sozusagen. Einfach nicht mehr. Ja. Das ist, glaube ich, noch das Riesenproblem, dass der Winter hier, glaube ich, ohne Gas stattfinden wird. Ne? Wahrscheinlich schon, ja. Wir haben, das werden viele andere halt auch haben, wir haben halt eine Heizung, die ist 30 Jahre alt. Wir haben eine Gastherme. Jede Wohnung hat seine eigene Gastherme. Allerdings ist da das Problem, bei so alten Gasheizungen ist es nicht möglich, mit diesem Butangas zum Beispiel zu arbeiten. Man muss jetzt gucken, was man da für eine Lösung findet. Dadurch, dass dieses Haus 3 Heizungen hat und einen Kaminschacht, wenn wir jetzt eine Heizung erneuern, müssen wir alle 3 Heizungen sowieso erneuern. Da muss man jetzt gucken, was jetzt genau gemacht wird. Aber solange es jetzt noch so ist vom Wetter, ist es auch noch okay. Ja. Hat hier das Wasser auch gestanden? Das sieht so aus, ne? Ja, hier hat das Wasser auch gestanden. Da sieht man eigentlich oben an der Kante. Ah ja, hier am Haus. Ja. Könnt ihr sehen, wie hoch das hier ist. Unten ist ein relativ neues Industriegebiet. Ach, nicht Industriegebiet, Neubaugebiet. Ja. Da stand es bis ins zweite OG. Echt? Mhm. Oh, ja, ja. Ja, ich habe unten ein Weingut gerade gesehen mit einem ganz modernen Schlepper von, was war das nochmal, ein Italiener, den Mörschen verkauft. Der war wahrscheinlich von Mörschen, hier mit Kettenfahrwerk, der ist komplett zerstört. Ne? Echt heftig. Sieht man den von hier? Ne, sieht man nicht mehr. Danke an alle A-Helfer. Also hier sind überall Plakate, würde ich auch mal sagen, wo sich alle bedanken bei den Helfern. Das finde ich, das ist so ein, ja, ein tolles Gefühl einfach, mit dem man hier unterwegs ist, ne? Diese Dankbarkeit auch. Hier stehen wieder Schlepperreifen, vielleicht zur freien Verfügung. Also überall die gleichen Probleme mit defekten Reifen. Also auch bis hier hoch stand das Wasser, ne? Hier Heizöl, abgepumptes Heizöl.
auch überall ein Riesenproblem. Heizöl, Wasser, Schlamm gemischt. Ne? Das ist so die Aufgabe. Ich habe heute den Bagger von uns noch, beziehungsweise ein Anbaugerät mitgebracht, einen Sortiergreifer. Der Bagger ist auch nachher im Einsatz und der soll einfach die ganzen Müllberge ein bisschen sortieren. Das heißt Weißmüll raus, also Kühlschränke raussortieren und eben auch Öltanks und so weiter. Das sollte schon separat irgendwie entsorgt werden und nicht in der großen Menge da hängen. Jetzt sind wir in Heppingen. Nee, das ist Gimming. Gimming. Die hat es diesmal nicht getroffen. Die waren 2016. War das hier ganz schlimm. Mhm. Ich muss mal ganz kurz ans Telefon. Ja. Hallo, Ingo. Also ich glaube, ich verabschiede mich auch jetzt hier. Ich schalte mich aber gleich wieder ein, wenn ich das Ahrtal von oben sehe. Ich habe gleich die Möglichkeit mitzufliegen bei einem Hubschrauber, die hier Pflanzenschutz ausbringen. Was die genau ausbringen, werde ich gleich noch sagen, weil es ist wohl ein Pflanzenschutz. Ja. Nicht das, was ihr euch vorstellt, sondern irgendein biologisches Mittel. Aber da kommen gleich noch Infos. Bis dann. Ciao. Ja, aus versicherungstechnischen Gründen fliegt jetzt nur mein Handy mit. Alles andere wäre jetzt nicht okay. Von daher nehme ich jetzt mein Handy, der Halter, an die Scheibe. Ne? Willst du das machen?
So, jetzt könnt ihr mich mit Sicherheit verstehen. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Rundflug. Und wer das jetzt gehört hat, kann sich vielleicht seinen Teil denken. Jetzt haben wir hier einen betroffenen Jungwinzer, würde ich mal sagen. Ne? Ja, genau. Wir haben gerade schon uns kurz unterhalten. Sollen wir noch ein Stück weiter gehen? Ist so laut hier. Ne? Erzähl mal bitte, du bist jetzt hier, weil du hier Wasser hochgefahren hast. Ne? Richtig, genau. Also ich habe seit der Hubschrauber nach der Katastrophe geflogen ist, habe ich eigentlich so das Kommando gehabt, was das Wasser anging. Habe immer geguckt, dass sie hier ausreichend Wasser haben, damit der Hubschrauber auch ununterbrochen fliegen kann. Weil sonst haben die das immer selber gemacht, mit einem 1000 Liter IBC-Tank im Auto. Und da waren die aber nur am Fahren. Und wir waren hier teilweise mit drei Hubschraubern zugange, um das Ganze auch schnellstmöglich abzuwickeln. Da brauchen die dann halt Wasser. Ne? Ich habe gestern Abend um 11 Uhr hier noch 10.000 Liter hochgefahren. Und ja, wenn das Ganze dann leer ist, werde ich angerufen und dann sehe ich, dass ich schnellstmöglich wieder vollkriege. Also das ist der Wahnsinn, wie der fliegen kann. Das ist unglaublich. Ja, so, jetzt kehrt Ruhe ein. Und ihr habt selber eine Winzerei? Also ich bin Außenbetriebsleiter in einem Weingut, von der Familie her nicht. Also ich bin Quereinsteiger, habe damals die Lehre angefangen und bin da so ein bisschen reingerutscht. Wir haben ein Weingut in Rech oben an der Oberaa, wo uns auch alle Keller vollgelaufen sind. Also die letzten zwei Jahrgänge sind weg. Deshalb ist jetzt wirklich wichtig, dass die Trauben, die jetzt noch am Stock hängen, darauf baut jetzt alles auf. Das ist wichtig, dass wir die jetzt wirklich gesund in den Herbst bekommen. Weil das ist der Jahrgang, der uns wirklich jetzt, ja, das ist das Einzige, was uns geblieben ist. Und deshalb ist das eben auch mit dem Pflanzenschutz so wichtig, dass die Weinreben wirklich nicht krank werden. Und deshalb ist auch die Initiative jetzt mit dem Hubschrauber, dass hier alles geflogen wird, weil die Winzer haben keine Maschinen mehr oder haben derzeit wirklich keine Zeit, um selber ihre Weinberge zu spritzen. Deshalb übernimmt der Hubschrauber. Und ja, ist wie gesagt, es geht hier eigentlich wirklich nur drum zur Bekämpfung von zwei Mehltauarten, falschem und echtem Mehltau. Und da ist es wirklich wichtig, dass man vorbeugend spritzt, um diese Krankheiten wirklich aus dem Weinberg fernzuhalten. Wenn man das nicht tut, fallen die Trauben ab, trocknen ein und ja, bedeutet dann kompletter Ertragsausfall. Ja. Also ganz ehrlich, ich habe gerade wieder was dazugelernt. Natürlich sind euch mehrere Jahrgänge ja kaputt gegangen. Natürlich. Das habe ich, ganz ehrlich, habe ich gar nicht realisiert. Ja. Also wir haben ja unten im Keller liegen ja meistens die Weinfässer, ja, und da liegen ja mehrere Jahrgänge drin. Also da lag zum Beispiel der Jahrgang 20, da lag der Jahrgang 19. Manche gute Weine, die wirklich lange im Holzfass liegen, da lagen vielleicht auch noch Weine von 2018. Und von über 50 Fässern konnten wir beispielsweise jetzt nur 11 retten. Bei den anderen sind die Stopfen aufgegangen, sprich der Wein ist ausgelaufen oder verseuchtes Wasser ist in die Fässer gelaufen. Ja, also diesbezüglich ist schon echt traurig das Ganze. Ne? Wir in unserem Weingut sind tatsächlich auch nicht versichert. Wir müssen gucken, dass wir das so jetzt irgendwie auf die Beine stellen und müssen mal hoffen, ob da irgendwie was noch kommt vom Land oder so. Ne? Ja. Also ich sag mal, heute vor 4 Wochen oder sagen wir mal gestern und heute vor 4 Wochen haben wir ja das ganze Holz in Waldpotzheim weggeräumt, inklusive Weinfässer, die wirklich voll mit Wein waren. Ja. Da lief der Wein nachher von meiner Karre runter und mir in meinen Rücken rein mit allen möglichen anderen Flüssigkeiten. Habt ihr von den Weinfässern irgendwas wiedergefunden oder ist das alles irgendwie weg? Haben wir das alles weggeschmissen also sozusagen? Also wir haben tatsächlich, unser Weinkeller ist quasi geschlossen unten. Da ist eine Tür, da kommt man quasi nur durch den Hof rein. Und die Fässer sind nur im Keller selber geschwommen. Also wir haben jetzt keins verloren. Aber es gibt genügend Weingüter, die ihre eine Halle direkt an der Aa hatten, wo die Weinfässer drin waren. Da sind dann die Bleche von den Hallen weggeschwommen und somit auch die Fässer. Ne? Ja. Aber so verseucht wie die waren, wenn die da im Schlamm lagen, sind die meisten eh nicht zu gebrauchen. Also da habt ihr jetzt nicht irgendwie noch mehr Schaden angerichtet, wenn wir da ein bisschen. Ja, irgendwie hatte man keine Wahl. Man musste alle Entscheidungen selber treffen. Richtig, und ich habe mich so schwer getan, als das erste Auto da rausgezogen wurde mit Palettengabel. Habe ich gesagt, Wilhelm, wir können das Auto nicht kaputt machen. Ja. Das ist doch nur ein Wasserschaden. Ja. Meinte Wasser, nur Wasserschaden, das Auto ist Schrott. Ne? Ja. Das musst du erstmal kapieren, wenn du hier hinkommst. So ist es, Wie schätzt du denn die Gesamtsituation der Winzer hier im Ahrtal ein? Also ich würde mal behaupten, dass es nur wirklich wenig Weingüter gibt, die trocken geblieben sind.
Das ist zum einen das Weingut Sonnenberg auf der Heerstraße unten. Bis dahin ist es Gott sei Dank nicht gekommen. Also man gönnt es jedem Winzer, der das Problem nicht hat. Weil diese Winzer unterstützen natürlich jetzt auch die Winzer, die betroffen sind. Ja, mit Fuhrpark oder es gibt auch schon Angebote von Winzern, die nicht betroffen sind, die Trauben im Herbst zu verarbeiten, für andere mitzukeltern. Aber ich sag mal, 80-90% der Weingüter sind hier betroffen. Ja, und teilweise auch Totalschaden. Ja. Ja. Die ganzen Weinberge, die unten an den Flachlagen sind, wir in unserem Weingut haben ein Drittel der Betriebsfläche verloren, was wirklich, wirklich viel ist. Deshalb jede Traube, die irgendwie gesund bleibt, ist Gold wert. Und gerade wenn es ein kleines Familienweingut ist das. Und wir hatten gut 3,5 Hektar. Seit ich da bin, waren wir uns so ein bisschen am Erweitern. Wie viel Hektar habt ihr? 3,5 hatten wir. Jetzt sind es noch 2,5. Was ist denn Durchschnittsgröße hier? Gleich mal so ein Durchschnittsgröße sind so, ja, 4-5 Hektar. Wobei, das ist schon groß. Also es gibt natürlich, der größte private Winzer hier an der A ist Weingut Kriechel. Die haben so an die 30 Hektar. Hm. Und dann viele kleine Nebenerwerbswinzer, die vielleicht nur 3000 Quadratmeter nebenbei machen, ja, wo jeder so kleine Parzellen hat und das in die Genossenschaft fährt. Aber so bei den Privatweingütern, so 3-4 Hektar ist eigentlich der Durchschnitt. Ja. Können wir mal an eine Weinrebe dran gehen und du erklärst mal so ein paar Sachen? Ja. Ich kann ja hier mal direkt runtergehen, dann kann ich das auch mit dem Mehltau mal erklären, wenn ich eine Traube finde. Also er latscht jetzt hier so runter, als wenn man sich hier nicht festhalten muss oder irgendwas. Ich hoffe, ihr seid noch dabei, weil irgendwie wird mir hier nichts mehr angezeigt. Kein Kommentar mehr oder irgendwas, keine Ahnung. Ich will mal gerade ein krankes Blatt holen. Das hier sind die sogenannten, man spricht von Ölflecken. Ja. An der Blattoberseite hier so gelblich-braun und an der Blattunterseite bildet sich dann hier so ein Pilzrasen. Mhm. Und das fängt am Blatt an und springt dann später auf die Traube über. Also die Trauben schrumpeln ein, vertrocknen und fallen dann ganz ab, was natürlich ein kompletter Ertragsausfall mit sich bringen kann. Und deshalb ist es eben mit diesem Pflanzenschutz so wichtig, dass wir vorbeugend gegen diese Krankheiten spritzen, dass das gar nicht erst in den Weinberg kommt. Weil wenn es erstmal soweit ist, man kann das hier sehen, wie braun-gelb die Blätter sind, wenn es soweit erstmal ist, kann man nicht mehr wirklich viel tun. Ja, dann kann man nur hoffen, dass es heiß wird, dass das Ganze vielleicht ein bisschen eintrocknet. Aber ansonsten sind wir wirklich auf den Pflanzenschutz angewiesen. Und deshalb sind wir so dankbar, dass das hier mit dem Hubschrauber klappt. Und nochmal, so viele Leute beschweren sich von wegen Gift und was weiß ich. Wenn Leute krank sind, nehmen sie ja auch Medikamente. Ja? Und die Menge macht das Gift. Und es geht hier wirklich drum, den Winzern die Existenz zu retten. Das haben viele nicht verstanden. Die denken sich, guck mal, hier sind Häuser weggeschwommen und ihr spritzt eure Weinberge. Ja, aber wir leben davon. Ja, wir müssen jetzt wirklich gucken, gerade wenn die Weingüter abgesoffen sind, wir müssen jetzt gucken, dass jede Traube, die am Stock hängt, die rettet uns das Leben. Ja, deshalb, ich weiß nicht, vielleicht kann man da ein bisschen mehr Verständnis noch irgendwie hervorrufen. Es geht hier einfach um die Existenzen. Ja, ja, ich und glaub... das Ahrtal wird durch den Weinbau geprägt. Ja, die Leute kommen aus der ganzen Welt, kommen sie an die Ahr, weil es eigentlich so ein schönes Tal ist, besuchen die Weinfeste und es wird nun mal vom Weinbau geprägt, ja, und dann muss man halt auch für einen Pflanzenschutz ein bisschen Verständnis haben, ja. Ja, ich glaube, das Verständnis ist jetzt da, weil du es hier direkt vor Ort zeigen kannst, ne? Ja. Ich bin gerade wieder geschockt, weil hier sehe ich die Straße unten wieder. Es heißt ja hier, die Infrastruktur wäre wieder alles okay. Ihr seht, was hier okay ist und was nicht okay ist. Und hier kommt der Kamikaze-Hubi. Der Kamikaze-Hubi heißt er hier. Also er landet hier auf einer Aussichtsplattform, ne? Oder was ist das? Ja, genau. Also der hat's echt drauf, der Junge. Können wir hier nochmal in den Weinstock gehen? Ja. Wir können auch mal gerade ein Stück nach vorne hingehen. Ich glaube, der Weinberg ist noch ein bisschen kranker. Vielleicht kann ich mal fragen, was wirklich mit den Trauben passiert. Ist denn hier der Wein noch zu retten, oder? Ja, also man muss jetzt halt wirklich gucken, dass man im Herbst, wenn wir die Trauben lesen gehen, dann selektiert, dass wir faule Härchen rauspiddeln. Was natürlich auch eine enorme Arbeit ist, wenn du dann die Traube, du schneidest sie ab mit einer Schere und schmeißt sie in den Eimer. Und in Jahren, wo wirklich faule Trauben drin sind, da musst du wirklich jede Traube in der Hand umdrehen und mit dem Scherchen die faulen Beeren rauspicken, was natürlich auch unnötig viel Arbeitsaufwand ist. Und die Leute wundern sich so schon, warum der Wein so teuer ist. Und klar, wenn wir die Trauben nicht gesund halten, dann müssen wir halt im Herbst piddeln und selektieren. Ne? Ja, jetzt sehe ich hier gerade, du hast, glaube ich, mittlerweile viele Anhängerinnen gefunden, okay, hier.
Welchen Shuttlebus muss man nehmen, um bei dir zu landen, um in den Reben helfen zu können? Ja, also ich habe tatsächlich in den letzten Tagen schon so viele Helfer und Helferinnen mit im Weinberg gehabt. Ich bin bei mir tatsächlich jetzt mit der Laubarbeit weitgehend durch. Das ist keine Antwort, aber, die man hier hören möchte. Ja, gut, man kann natürlich bei dem Helfer-Shuttle generell auf den Winzerreiter gehen und die Hilfe anbieten. Und vielleicht ergibt sich dann irgendein glücklicher Zufall. Okay, ja. Der glückliche Zufall, hier steht er vor uns, ja. Weil du kannst super erklären und ja, ich finde das Gespräch ja einfach klasse. Erklär mal bitte hier an der, da sind jetzt grüne und rote, wie kann das sein? Ja, genau, richtig. Also die Traube ist erstmal, wenn die bei der roten Rebsorte geht es auch los, dass die Beeren hier so eine grünliche, helle Farbe haben, ja. Und mit der Reife, also wenn sich der Zucker in der Traube ausbildet, färben die sich auch. Ja, man sieht, das geht mit so leichten roten Wangen geht das los und wird dann immer dunkler. Und die hier ist jetzt von der Farbe, sage ich mal, schon fast komplett ausgereift. Und man wartet jetzt eben darauf, dass die Trauben komplett, hier haben wir ein Beispiel von falschem Mehltau. Die Traube, hier sieht man, da ist Warte mal, kriege ich es scharf gestellt, könnt ihr es sehen? Ja. Da ist Pilzrasen, die Traube wird so ledrig und schrumpelt ein. Also beziehungsweise man spricht bei dem Ganzen von einer Traube, das sind die Beeren. Hier hat man ein ganz schönes Beispiel dafür, ja, da kann man es gut sehen, da ist quasi nichts mehr zu retten. Das ist ein echt gutes Beispiel für falschen Mehltau. Aber warten, bis der Hubschrauber weg ist. Also der Kamikaze-Hubi fliegt wieder weg. So, jetzt können wir wieder reden. Ja genau, wie gesagt, das hier, diese zwei Trauben hier, das ist ein Prachtexemplar für falschen Mehltau, also komplett hier eingetrocknet und damit ist quasi nichts mehr zu machen, ja. Hm. Und wie pflückt ihr die Trauben hier? Wir haben dann quasi, jeder hat einen Eimer oder ein kleines Kistchen, was man sich im Steilhang dann meistens, man stellt sich so hin, stellt sich das Kistchen dann oberhalb von dem oberen Bein, ja, und nimmt die Trauben in die Hand, schneidet sie mit der Schere ab. Und wie gesagt, wenn dann Faule dabei sind, muss man die in der Hand halt gerade nochmal rumdrehen und mit einem Scherchen ein paar faule Beeren noch rauspicken. Und wirklich das Gesunde, was man dann hat, schmeißt man ins Kistchen. Also du verarschst mich gerade nicht, nein, oder? Nein, das ist so. Ihr macht das alles mit der Hand? Das ist alles Handarbeit hier in diesen Steillagen. Es gibt Steillagen-Vollernter, ist letztes Jahr auch hier schon ausprobiert worden. Wir haben so Raupentraktoren mit Seilwinde drin, womit wir wirklich jede Steigung in den Weinbergen auch befahren können. Mit unterschiedlichsten Anbaugeräten, ja, ob es jetzt ein Grubber ist, um den Boden aufzulockern oder ein Mulcher, um das Kraut kurz zu halten, Laubschneider, um nachher die Triebe einzukürzen, also da sind wir maschinell tatsächlich schon sehr weit, auch mit den Steillagen. Gibt es auch einen Vollernteraufbau für, aber ich bin, wie gesagt, ich bin kein Freund vom Vollernter, weil der Vollernter rüttelt einfach alles ab, da fällt alles unten rein, egal ob da jetzt Faule dabei sind, ob da Unreife dabei sind und ich möchte meine Traube noch sehen. Ich möchte sehen, was ich da in der Hand habe, weil ich weiß, was die Flasche später kostet. Und dann soll das Produkt auch stimmen. Ja, und wenn ich sehe, da sind Faule dabei, dann kann ich die rauskratzen und im Eimer landet nachher wirklich nur absolut gesundes, gutes Lesegut. Ja. Also ich bin gerade wirklich so ein bisschen beeindruckt. Okay. Ich bin beeindruckt von dem, was du hier gerade erzählst. Ja. Ne? Was für eine Sorgfalt du im Prinzip hier lebst. Ne? Ja, ich muss auch sagen, ich lebe diesen Beruf. Also ich sag mal so, Winzer, wenn man ehrlich ist, wenn man nicht gerade Glück hat, ist selbstständig oder was weiß ich, diesen Beruf machst du nicht, um damit reich zu werden. Du musst für diesen Beruf leben. In der Saison habe ich, wie jeder Landwirt, habe ich meine 14, 15 Stunden Tage. Nachts sitze ich auf der Maschine. Also viel Freizeit ist da in der Saison nicht. Man muss für diesen Beruf brennen. Ja? Und das tue ich. Und wenn ich morgens um 5 Uhr im Weinberg stehe, ich merke nicht, dass ich arbeite. Ja, das ist wie Urlaub für mich. Ja, das sehe ich auch so. Ne? Ich sage immer, mein Hobby ist mein Beruf. Ja. Ne? Oder andersrum, ja. Mein Beruf ist mein Hobby. Und weil man das mit Herzblut einfach macht. Ich habe immer gesagt, mach dein Hobby zum Beruf und du musst nie wieder arbeiten. Genau, ja. Das ist mein Leitspruch, ja. Glaube ich. Ja. Der steht bei mir auf der Markus-Wipperfürth-Seite, okay. Oben, ja. Im Bild. Ja. Von Konfuzius. Ja, cool. Und den Spruch fand ich wirklich so bezeichnend für das, was wir machen. Ne? Ja. Ich habe gestern noch mit einem anderen Kollegen gesprochen, da habe ich gesagt, selbst wenn ich 3-4 Millionen auf dem Konto liegen hätte, ich würde täglich in den Weinberg gehen, weil, das, wie gesagt, ich mache das nicht fürs Geld, das ist befreiend für mich, das ist mein Ausgleich und ich lebe dafür. Ne? Also bewundernswert finde ich immer, wie ihr hier solche Hänge hochlauft. Wir stehen jetzt 1 Meter voneinander entfernt. Ich muss jetzt nach oben filmen. Kannst du nur mal 5 Meter hochgehen? Können auch da mal runtergehen. Also ich traue mich da schon gar nicht, weil ich habe so einen Respekt vor diesem Boden hier. Und ich muss hier mal richtig, ich muss mal hier was loswerden. Also
ich komme ja aus dem Rheinland, ne? Da guckst du immer nach den Böden, wie toll die Böden sind. Das hier ist der letzte Schrottboden für Getreideanbau. Ja, richtig. Wie kann das sein, dass die Pflanze das hier rausholt aus diesem komischen Boden? Ja, wir haben jetzt hier viel Verwitterungsgestein, Schiefer und Grauwacke. Und das verleiht dem Wein später so eine richtige Mineralität. Und was gerade für die Spätburgunder, was ja hier zu über 80% an der Ahr angebaut wird, so gut ist, diese Schieferböden, die nehmen über Tag die gesamte Hitze der Sonne auf und geben sie nachts an die Pflanze wieder ab. Weil auch nachts braucht die Pflanze braucht sie Temperatur für Assimilation und sowas. Und die Temperatur wird, wie gesagt, in den Boden gespeichert, gerade auch in den Terrassenlagen, was du vielleicht in Walpertsheim schon mal gefilmt hast oder beziehungsweise gesehen hast. Genau. Wie gesagt, das wird durch das ganze Gestein aufgenommen und über Nacht wieder abgegeben. Und jeder Boden gibt dem Wein eine andere Charakteristik. Und dieses Schieferverwitterungsgestein macht den Wein eben so mineralisch. Ja. Also ich aus meiner, sag ich mal, der rheinischen Mentalität, sag ich mal, würde jetzt behaupten, dass die Pflanzen hier extrem tief wurzeln müssen, um überhaupt irgendwo an was dran zu kommen, was lebensnotwendig ist. So. Wir haben auch, das hat man in dem Weinberg gerade gesehen, der ist vielleicht 2 Jahre alt. Man sieht, die Blätter sind hier unten relativ hell, das heißt, sie sind mit Wasser nicht so gut versorgt. Wir haben in den jungen Anlagen in den letzten Jahren sehr starkes Blut. Dieses Jahr hatten wir kein Problem mit Wasser, wie alle wissen. In den letzten 2 Jahren, also sprich 20 und 19, hatten wir riesengroße Wasserprobleme, wo wir die jungen Anlagen alle 2 bis 3 Tage wässern mussten. Und nicht mit der Gießkanne, sondern wir haben dann oben auf dem Weg ein Fass mit Pumpe stehen und haben eine Wasserlanze, die wirklich bis an die Wurzel gedrückt wird. Und dann kommen da 5 Liter Wasser pro Rebe so ungefähr an die Wurzel, weil wenn du das oben drauf gibst... In was für einem Zeitraum? Alle 2 Tage. Ja. Also, das heißt, wie tief gehen jetzt die Wurzeln hier von den älteren Pflanzen? Also man sagt ungefähr, gut, die hier sind jetzt auch erst 3-4 Jahre alt, ne? Aber man sagt ja grundsätzlich, ist wie bei Bäumen, ne? Alles, was man oben sieht, ist unten nochmal, ja? Okay. Also die können wirklich bis zu 10, 20 Meter tief wurzeln die auch, ja. So tief? Ja. Ja, also je nachdem, wenn man wirklich so 100 Jahre alte Reben hat, was ja durchaus üblich ist, also die wurzeln schon so 10 bis 20 Meter. Also hier gibt es 100 Jahre alte Reben, womit Wein erzeugt wird? Ja, ja. Also ich weiß gar nichts darüber. Das ist vielleicht der Vorteil von den Leuten, die hier zugucken, weil die wahrscheinlich auch gar nichts darüber wissen. Ich gehe mal gerade auf die andere Seite wegen der Sonne. meistens werden die Reben so nach 30, 40 Jahren ausgehauen und dann wird der Weinberg neu gepflanzt, einfach des Ertrags wegen, weil die Rebe verliert mit ihrem Alter an Ertrag. Die Qualität wird natürlich immer besser, deshalb gibt es auch noch den Ausdruck alte Reben, was auch für Qualität spricht. Aber wie gesagt, meistens nach 30, 40 Jahren wird so ein Weinberg gerodet und neu gepflanzt. Einfach, weil der Ertrag nicht mehr so da ist. Züchtet ihr denn die Pflanzen selber? Nee. Also es gibt Rebveredler, die tatsächlich die Reben züchten. Du kannst sie quasi konfigurieren, jetzt mal, um's blöd zu sagen. Die Rebe hat unten, das können wir vielleicht mal kurz zeigen. Lauf nicht so schnell, ich habe Angst. Ich bin ein alter Mann, hör mal. Das ist unglaublich, wie der hier rumläuft. Das ein kleiner Exkurs in den Weinbau, gehört ja auch zur Landwirtschaft dazu. Bist du hier schon mal ins Rollen geraten? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Was für Schuhe sind das? Das sind so, ja, eigentlich sind es alpine Bergschuhe tatsächlich, ne? Für so Alpenüberquerungen oder was weiß ich. Aber wenn du jeden Tag in dem Hang hier stehst, ist das essentiell, ne? Also das heißt, du hast ein gutes Fahrwerk. Ja, genau, richtig. Ja. So, was ich zeigen wollte, das hier ist die Veredelungsstelle. Das heißt, hier wird die Rebe veredelt. Man sieht hier unten, das ist quasi die Unterlage. Wir haben nämlich das Problem der Reblaus, haben vielleicht manche Leute schon mal gehört. Und Reblaus, das heißt, ich dachte, das wäre eine Weinsorte. Nee, also die Reblaus fällt quasi die Wurzeln und die Pflanze an, was auch enorme Schäden mit sich bringt. Und deshalb gibt es eben diese Unterlage hier, die kommt von einer Amerikanerrebe und die ist resistent gegen die Reblaus. Ah, und okay. Das heißt, der obere Teil, sprich was später meine Sorte ist, wird hier drauf quasi, die werden verpfropft. Aha. Da wird im jungen Stadium, wenn die Triebe so die Dicke haben, wird ein sogenannter Omega-Schnitt gemacht. Sieht aus wie ein Puzzleteil. Und dann wird die Unterlage und das Edelreis zusammengeschoben. Ja. Dann kommt das in ein Paraffinbad und dann wächst das Ganze zusammen. Und dann habe ich quasi meine resistente Unterlage und dann obendrauf meine Sorte später. Ich glaub, das macht eben der Rebveredler, die züchten also nicht selber. Das muss ich mir jetzt nochmal in Zeitlupe angucken, wenn wir fertig sind. Also du hast echt Ahnung, man merkt das. Ja, ich habe, wie gesagt, damals, als ich 16 war, habe ich die Lehre angefangen. Da kommt der im 10-Minuten-Takt angerauscht hier. Das ist DHL in Perfektion. Genau, ne? Richtig, ja. Ja, ich habe mit 16 meine Lehre damals angefangen, habe mir sehr viel selber angeeignet, bin damals nach der Schule schon immer gerne in Weinberg gegangen bei Kollegen und das Wissen, das ergibt sich halt irgendwann, ne?
wichtig ist halt immer, dass man Dinge wirklich mit Leidenschaft macht und dahinter steht. Und ja, wie gesagt. Das ist ja das, was wir geschafft haben. Also ich knie jetzt hier vor dir, weil ich kann hier nicht stehen. Das ist mir einfach zu schräg. Ja. Wir haben ja geschafft, wirklich die Leute, die es mit Leidenschaft machen, hier hinzukriegen, auch in das Ahrtal, um hier zu helfen. Ne? Das sind ja alles Leute, die wirklich ihren Beruf lieben und leben. Und das waren viele Selbstständige und die mit den Maschinen perfekt umgehen können. Da sehe ich so eine gewisse Parallelität. Ne? Ich habe auch, wie gesagt, das kann ich jetzt vor der Kamera nur noch mal sagen, ich danke jedem einzelnen freiwilligen Helfer, der hier mit an der A ist, auch im Namen meiner Eltern, so blöd es klingt, auch stark betroffen in Marienthal. Wie die Landwirte, die Bauunternehmer, jeder Freiwillige Tag und Nacht hier wirklich sich den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch gesagt, ist wirklich überwältigend zu sehen. Ja? Und wenn ihr nicht hier wärt, würde es hier noch aussehen wie am zweiten Tag danach. Also wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Ja? Weil auch ihr gebt uns mehr Zeit, uns hier um die Weinberge zu kümmern. Ja? Weil wenn ihr nicht da wärt, müssten wir viel mehr noch selber machen. Und ja, wie gesagt, vielen Dank dafür. Wir tun das wirklich aus tiefstem Herzen und mit der tiefsten Überzeugung. Das sehen wir, ja. Ne? Ja. Und wir wollen einfach, dass ihr wieder so ein Leben führen könnt, wie es vorher war. Zumindest, das ist noch ein weiter Weg, aber, ja, natürlich. Die ersten Schritte können wir mit euch zusammen gehen. Ne? Genau. Und ich bin auch sehr optimistisch, was das Ganze angeht. Ich meine, so schlimm das Ganze ist, aber wir können jetzt nur nach vorne gucken. Kopf in den Sand stecken bringt nichts. Und wie gesagt, die Leute mit ihrem Equipment, jeder weiß, wie er damit umzugehen hat. Die Tage, die Leute mit ihrem Schreitbagger in der A und so. Also wie gesagt, das ist schon eine perfekte Harmonie an Personal und die Maschinen und alles. Kannst du das irgendwie größer fassen? Das ist doch eigentlich so ein Gefühl, was ich jetzt hier die letzten 4 Wochen habe, das habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Mir fällt es schwer, das in Worte zu fassen, weil für sowas habe ich keine Worte. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Dieses Gefühl von tiefster Dankbarkeit, Überwältigung. Ich habe, wenn ich abends heimkomme und ich höre draußen noch die Traktoren und sehe noch die rundum leuchten an den Fassaden spiegeln, ich habe Tränen in den Augen. Ich bin wirklich überwältigt von dieser Hilfsbereitschaft. Ja? Also das geht mir ganz, ganz nah, ehrlich. Mir auch. Ja. Also ich freue mich über jeden LKW, der mit dem Radlader hier in die Richtung fährt, weil die Leute einfach, ich kenne die Leute ja gar nicht, die kommen einfach und machen. Ne? Das ist auch das, was ich so toll finde an den ganzen freiwilligen Helfern. Die kommen und wissen, was sie zu machen haben. Da braucht es nicht wie beim, was weiß ich, THW oder wer auch immer es ist, irgendwelche Befehlsketten und dann stehen da 20 THWler, also man kann nicht alle über einen Kamm scheren, ich kann nur sagen, was ich erlebt habe, stehen da, Klamotten sehen aus, als hätten sie sie gerade aus dem Schrank geholt. Mein Vater fragt, können Sie mir mal gerade mit anpacken, ich habe unten was Schweres im Keller. Nein, da haben wir keinen Befehl für. Entschuldigung, in so einer Situation kann man da nicht mal über Befehl und nicht drüber hinwegsehen. Wenn jemand Hilfe braucht und kommt selber nicht klar, dann packe ich da an. Dann brauche ich doch keinen Befehl dafür, irgendeinem Mann mit die Waschmaschine aus dem Keller zu tragen oder so, ja? Und jeder Landwirt, der hätte, Freiwillige, ich sage immer Landwirte, ich meine jeden damit, da hättest du nicht fragen brauchen. Die wären gekommen, braucht ihr noch Hilfe oder die hätten es gesehen und wären da gewesen, ja? Und die ganzen offiziellen Kräfte, wie am Anfang, wo es geheißen hat, die Freiwilligen werden abgezogen, überlasst das Helfen den professionellen Kräften. Ich habe mich totgelacht. Professionelle Kräfte. Die einzig Professionellen hier sind die Freiwilligen, ja? Und wie gesagt, die stehen da und sagen, nee, da haben wir keinen Befehl für. Tut mir leid, dann seid ihr hier fehl am Platz, ja? Ja, ich glaube, da wird auch noch einiges aufgearbeitet werden und da werden die Videos, die ich hier gemacht habe, mit Sicherheit eine Hilfe sein, weil man einfach ein anderes Konzept fahren muss. Ja. Ich behaupte, so wie es gelaufen ist, ist es optimal gelaufen, es hätte nicht besser laufen können. Definitiv. Es hätte schon besser laufen können von der Politik, wenn man einfach gesagt hätte oder akzeptiert hätte, dass es nur so laufen kann, wie es gelaufen ist. Richtig. Und gesagt hätte, so bitte bleibt hier, ihr kriegt ab jetzt bezahlt. Ne, ich bin ja nur hier hingekommen zum Helfen, deshalb bin ich immer noch hier, aber ich kann natürlich jetzt nicht 5 Wochen hier bleiben und bekomme kein Geld. Aber das ist ja gerade geregelt worden im Hintergrund. Sehr schön. Das heißt, wir bekommen jetzt eben auch Geld. Mein Bagger, den ich gestern geholt habe, der arbeitet zum Beispiel für den Abfallwirtschaftsdienst und sortiert jetzt den Müll vor. Super. Das wird auch bezahlt. Und wenn da ein freiwilliger Fahrer drauf sitzt, der wirklich hier hingekommen ist, um Gutes zu tun, dann kann er meinen Bagger benutzen. Dann wird sozusagen das, was er leistet als Spende,
auf das Kreissparkassenkonto. Das spreche ich vorher mit dem ab, weil ich habe keinen Bock, wenn jetzt einer mal einen Tag einen Bagger fährt, einen Baggerfahrer, den sozusagen zu melden. Er kommt hier als Helfer hin, ich stelle meine Maschine zur Verfügung, der Rest wird dann anders geregelt. Das ist auch das, was mir durch den Kopf geht. Ihr seid seit über 4 Wochen hier am Start mit Maschinen, mit Manpower und allem drum und dran. Ihr fahrt euch alles kaputt, Hydraulikleitungen, Reifen, ihr macht euch Kratzer in die Maschinen, von Verschleiß im Motor und alles gar nicht zu sprechen. Und da ist bisher kein Cent geflossen. In keiner Pressekonferenz werdet ihr erwähnt. Also das ist wirklich, das ist zum Kotzen auf gut Deutsch gesagt. Da will ich das ADD auch mal ganz kurz warnen. Das, was der junge Herr hier gerade sagt, ist auch gerade in der Bevölkerung ganz stark im Kopf, vor allem bei den Betroffenen. Ihr müsst vorsichtig sein, wie ihr jetzt weitermacht. Das ist nur ein gut gemeinter Tipp von mir, weil es kann sein, dass der ADD mal komplett stillgelegt wird von der Bevölkerung. Das ist mir angetragen worden, weil die das auch als Unverschämtheit sehen, was in der Pressekonferenz geäußert wird und wie die Realität aussieht. Ne? Also das habe ich ja auch öfters gesagt, das ist für die Freiwilligen alles ein Schlag ins Gesicht. Ne? Und das Verhältnis vom Müll, der rausgefahren wurde, ich rede nur von der ganzen Müllproblematik, nicht von Menschen, die gerettet wurden. Das hat natürlich, das haben die Fachkräfte gemacht. Aber die Fachkräfte für alles, was hier an Arbeit geleistet wurde, das haben nun mal wir gemacht. Ne? Und das Verhältnis ist 99:1. Wenn wir es nicht gemacht hätten, würden noch 99% da unten liegen. Richtig, ne? Die haben das Equipment überhaupt nicht. Wie soll denn das THW, die fahren hier mit 2 Radladern rum und sagen, ja, wir machen das hier. Wie soll das denn funktionieren, wenn das die professionellen Kräfte machen? Wie hätten die den Müll wegschaffen können? Hier fahren die Landwirte Tag und Nacht mit ihren Tiefen, mit ihren Dreiachsmulden und großen Schleppern und Baggern und allem rum. Das Equipment hat das THW und so gar nicht. Also das würde nicht funktionieren. Nee, das ist auch kein Vorwurf. Das möchte nein, ich nochmal hier sagen. Nein, ist es nicht. Kein es Vorwurf an die THW und Feuerwehr. Genau, es ist einfach so, dass wir die Hoftrucks haben. Richtig. Ne? Und das in Hülle und Fülle. Auf jedem Hof mit Vieh ist ein Hoftruck. Und die haben wir alle aktiviert. Ne? Und das hat wirklich geklappt. Und mir macht das wirklich Spaß, dich jetzt hier vor der Kamera zu haben, weil da weißt du, wofür du das hier alles machst. Das wissen wir sowieso. Aber du bist echt hier so ein Sonnenschein im Sonnenschein, sag ich mal. Ne? Und das freut mich einfach, dass du deinen Glauben nicht verlierst an die ganze Sache, und das war ein richtig aufklärendes Gespräch, weil freut mich. Wie viele Jahrgänge sind denn jetzt zum Beispiel bei manchen weggeschwommen? Also 3 sind es in der Regel immer, und wie gesagt, es gibt Weingüter, wo die Weine bis zu 4-5 Jahren im Holzfass liegen, und wenn das der Fall ist, wenn noch Winzer Weine von 2017 oder 18 im Fass hatten, das sieht das Wasser ja nicht, das macht ja keinen Bogen da drum. Ne? Die Fässer sind alle geschwommen, die Stöpsel sind meistens aufgegangen, und es kann sein, dass Winzer bis zu 4-5 Jahrgänge verloren haben. Ja? Also das ist wirklich, wirklich heftig. Kannst du noch, also du stehst ja hier so locker, ich setze mich jetzt mittlerweile hin, weil ich schon nicht mehr knien kann in der Schrägen hier. Kannst du mal die Nacht erklären, als das passiert ist? Was war dein, wo warst du da? Ich war tatsächlich bis spät abends in Rech am Weingut. Wir haben noch weitgehend alles hochwassersicher gemacht mit Sandsäcken und was weiß ich, dass das lächerlich war, das wussten wir ja vorher noch nicht. Und da kam das Wasser irgendwann über die Straße gelaufen, da dachte ich so, jetzt fährst du aber nach Ahrweiler heim. Und über die Hauptstraße konnte ich schon nicht mehr fahren, weil die schon überflutet war. Und dann bin ich in Rech in den allerobersten Weinbergsweg gefahren. Die kennt man ja zum Glück. Es war schon dunkel, es war in Strömen am Regnen. Ich bin durch den Wald gefahren und dachte mir so, jetzt hast du es gleich geschafft, kommst heim, kannst deine Freundin in den Arm nehmen. Kam fast aus dem Wald raus und dann lag da noch ein Baum quer. Ich natürlich nichts im Auto, keine Chance. Den ganzen Weg rückwärts wieder zurückgefahren. Und dachte mir, okay, einen Weinbergsweg gibt's noch, ansonsten pennst du im Auto in Rech. Bin dann den Weg zum Glück bis Dernau durchgekommen, in Dernau durch die Weinberge, Marienthal oben rum und dann nach Ahrweiler runter. Ich meine, als Winzer kennt man die ganzen Schleichwege. Bin dann wirklich mit Ach und Krach nach Hause gekommen und habe dann 2 Fotos von meiner Mutter geschickt bekommen, die mir wirklich nie aus dem Kopf gehen werden. Zum einen aus dem 2. Etage, aus dem Fenster raus, wo das Wasser am Glasdach im Hof steht. Jeder weiß, wie hoch so ein Glasdach ist. 2,50 Meter, 3 Meter. Und das nächste Bild, wie das Wasser im Erdgeschoss das Fenster reinläuft. Und ich sag's, wie es ist. Ich bin nur heulend ins Bett gefallen, weil ich wusste, meine Eltern haben gerade unten alles renoviert gehabt. Mein Vater ist Schreinermeister, baut also alles selber, und es war gerade alles fertig, seit 3 Wochen. Treppe komplett abgeschliffen, saniert, 1. und 2. Etage, alles neu. Und das war dann das Letzte, was ich auch an Lebenszeichen von denen hatte. Und du weißt, deine Eltern sind zu Hause im Haus, kommen nicht mehr raus, und du weißt nicht, wie hoch steigt das Wasser. Ja?
Und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich habe dann irgendwie geschlafen und am nächsten Morgen sofort nach Marienthal gefahren. Und dann standen die Autos da alle ineinander verkeilt. Ich dachte mir, was ist denn hier passiert? Wie hoch ist das Wasser gekommen? Und bin dann ins Haus, da war keiner. Hab dann zum Glück von einer Nachbarin gehört, dass sie meine Eltern die Straße hat hochlaufen sehen. Bin eine Dreiviertelstunde wie von Sinnen durch Marienthal gefahren, um meine Eltern zu suchen. Und irgendwann kamen sie dann die Straße runter, wir uns heulend in den Arm genommen. Und ja, dann wurde es halt von Tag zu Tag, ja, eigentlich schlimmer, weil man von Tag zu Tag, erstmal funktioniert man nur. Und von Tag zu Tag realisiert man eigentlich, was man alles verloren hat. Und bei uns sind es sogar zwei Häuser, hinten das Wohnhaus mit einer schönen alten Fachwerkscheune noch vorne dran. Und ja, es waren keine Handwerker da drin beim Bau. Wir haben alles selber gebaut. In 16 Jahren haben wir uns alles selber aufgebaut. Und jetzt fangen wir wieder bei Null an. Ja. Also es tut schon wirklich weh. Ja. Hast du irgendwie Wut im Bauch? Definitiv, die habe ich. Ganz stark. Weil definitiv hätte gewarnt werden können. Es war, ich habe, ich habe auf meiner Facebook-Seite auch ein Video geteilt, wo zwei Tage davor schon Berechnungen gelaufen sind, wo schon Gebiete eingekreist wurden, wo das Wasser hinkommen wird, wenn es weiter so regnet. Und es hätte einen Tag vorher, hätte definitiv gewarnt werden können. Und spätestens an diesem Mittwoch selber, wo es den ganzen Tag geschüttet hat, teilweise 200 mm auf den Quadratmeter. Und an der Oberaa in Schuld und Insul waren schon die ersten Häuser am Schwimmen und die Leute saßen schon auf ihren Dächern. Und wenn das da oben der Fall ist, hat man 3-3,5 Stunden Zeit, hier unten das Feld zu räumen. Selbst da ist nichts passiert. Und wie gesagt, wenn an einem Ort, an der Oberaa, wie gesagt, die Häuser schwimmen, kann dir jedes dreijährige Kind sagen, dass das 3 Stunden später hier unten mindestens genauso schnell ankommt. Und es ist nichts passiert. Irgendwann um 11:30 abends, wo dann die meisten Leute schon, muss man sagen, wie es ist, ertrunken sind oder in ihren Häusern von der Flut überrascht wurden, da wurde dann irgendwie Notstand ausgerufen. Also es hätte definitiv einen Tag vorher und allerspätestens am selben Tag nachmittags hätten die Leute gewarnt und evakuiert werden müssen. Und das ist das, was mich am allermeisten ankotzt, muss ich sagen, wie es ist. Weil es hätte sämtliche Tote hätte es nicht geben müssen. Man hätte Autos in die Weinberge fahren können. Man hätte persönliches Hab und Gut, was einem kein Geld der Welt, keine Versicherung wiedergibt, hätte man in trockene Tücher bringen können, auf den Dachboden oder was auch immer. Und dass da nicht gewarnt worden ist, das kotzt mich an, muss ich sagen, wie es ist. Und ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass der Landrat, der hat wohl noch ein paar Oldtimer in Bad Neuenahr stehen, die hat er wohl noch in Sicherheit gefahren. Und wenn das wirklich stimmt, dann müssen Köpfe rollen, sage ich, wie es ist. Weil wenn kein Grund zum Warnen oder Evakuieren ist, warum fährt da seine Oldtimer aus Bad Neuenahr raus? Ja? Also wie gesagt, das kann ich nicht in Worte fassen. Es hätte so viele Tote und so, hätte es nicht geben müssen. Ja. Ich merke schon, du bist ein bisschen am Vibrieren. Ja. Sollen wir weitermachen oder aufhören? Wenn du noch Fragen hast, gerne. Ich habe ganz viele Fragen noch. Gerne. Gibt es von dir noch Kinderbilder? Ich glaube nicht. Die waren, also doch, mein Vater hat tatsächlich, als das Wasser im Treppenhaus hochkam, hat er ganz schnell, die haben das Büro zum Glück auf die erste Etage verlegt, der ganz schnell noch sämtliche Festplatten hat er noch gepackt und hochgetragen. Also es kann durchaus sein, dass da noch Kinderbilder drauf sind. Aber sämtliche Fotoalben, die Mama mal gemacht hat oder irgendwelche Babysöckchen, die sie aufbewahrt hat, ja. Meine Mutter war kurz vorm Nervenzusammenbruch, weil sowas ist für eine Frau schlimm, wenn du sämtliche Dinger, die du von deinen Kindern aufbewahrst, wenn die durch sowas verloren gehen. Und auch das sind Dinge, klar, jetzt kann man sagen, es sind einfach irgendwelche Babysöckchen, das ist nicht, ist kein Menschenleben wert, aber auch die hätte man in Sicherheit bringen können, wenn das einem was bedeutet, ja. Ja gut, aber das muss ich jetzt mal an deine Eltern loswerden. Ich glaube, deine Eltern können verdammt stolz sein, egal was jetzt weggeschwommen ist, aber du bist da und Das ist das Wichtigste. Und mein Bruder und ich und wir geben denen Kraft, wir sind immer da und Großeltern oder Urgroßeltern, welche Generation auch immer, haben den Krieg überstanden und wir überstehen das hier. Wir bauen das Ahrtal wieder auf. Ich bin sehr optimistisch. Ich sage, einiges wird schöner werden als vorher und das klappt schon. Ich meine, es ist ein langer Weg, es ist ein Marathon, kein Sprint, aber wir schaffen das. Hast du schon eine Idee? Weil du bist ein junger Mensch. Junge Menschen haben immer Zukunftsvisionen. Was würdest du am Ahrtal ändern, wenn du jetzt hier der Chef wärst für den Neuaufbau? Das ist eine schwere Frage. Also ich würde auf jeden Fall, 2016 war das letzte schwere Hochwasser, ich würde auf jeden Fall, was das Hochwasser angeht, würde ich ein, zwei Dinge
ändern oder besser machen. Ich bin kein Architekt oder irgendwas, der sich mit sowas auskennt oder so. Aber man könnte an der Oberaa vielleicht auch irgendwie eine Talsperre errichten. Man muss in der Grafschaft alles, was von oben runterkommt, größere Regenrückhaltebecken bauen, weil auch das summiert sich. Alles, was aus den Dörfern in den Bergen hier runterkommt, das fließt alles in die Aa und es summiert sich halt. Ne? Und man muss der Aa einfach Platz machen. Man müsste das Flussbett vielleicht noch einen Meter oder zwei tiefer ausschachten. Man müsste das Flussbett da, wo es jetzt möglich ist, breiter machen. Sämtliche Brücken, das ist das nächste, Brücken vielleicht etwas höher bauen auch, weil ein Problem, die Brücke an der bunten Kuh, wo ihr die Straße neu gemacht habt, da hat sich so viel Treibgut gestaut, Baumstämme teilweise hochkant bis 3-4 Meter über die Brücke, und da hat sich quasi ein Damm gebildet, der sich dann die ganze Aa hoch aufgestaut hat, Marienthal, Dernau, alles, und erst als die Brücke weggebrochen ist, zum einen hat Walpertsheim eine riesen Flutwelle abbekommen danach, aber dann wurde es erst an der Oberaa weniger. Also man muss jetzt wirklich gucken, dass man der Aa Platz macht, dass man Regenrückhaltebecken erweitert, dass diese Wassermassen kontrollierter irgendwie abgeführt werden können. Ne? Ja, das mit dem Holz habe ich jetzt mehrfach gehört, dass es mehrfach Tsunamiwellen gab im Prinzip. Ja. Immer wenn eine Brücke weggebrochen ist, kam die nächste Welle sozusagen. Ja. Ne? Und dieses ganze Treibgut, was wir da weggeräumt haben, weißt du, ich habe das gar nicht kapiert vor 4 Wochen, wie sowas überhaupt passieren kann. Aber du machst ja gar keine Gedanken, weil dein einziger Gedanke ist, voranmachen und an die Häuser kommen. Ne? Ja. Hast du denn eine Idee für den Neuaufbau des Ahrtals, was du generell anders machen würdest? Mal angenommen, jetzt die Wasserproblematik wäre jetzt behoben. Was wäre dein Ansinnen noch? Also definitiv war an der Oberaa die Infrastruktur schon immer ein Problem, was jetzt Bus- und Bahnanbindung angeht. Also die Bahn, ich gehe mal davon aus, dass sie wieder aufbauen werden. Es soll ja bis Ende des Jahres schon bis Walpertsheim wieder möglich sein zu fahren. Aber ab Walpertsheim die Aa hoch, was wir uns in Marienthal schon immer gewünscht haben, ich meine, die Dernauer werden über uns lachen, aber wir haben uns in Marienthal immer eigentlich eine Haltestelle für die Bahn gewünscht, weil definitiv wäre die genauso gut frequentiert wie die in Walpertsheim oder ähnlich. Viele Wanderwege gehen in Marienthal los. Wir haben das wunderschöne Kloster in Marienthal. Und was meinen Sie, wie oft wir am Tag gefragt werden, wo die Bahnstation ist? Und dann müssen wir immer nach Dernau oder Marienthal oder Walpertsheim verweisen. Das wäre so ein kleiner Punkt, wo man sagen könnte, jetzt wo die Bahn eh neu gebaut werden muss, da gerade eine Haltestelle hin. Das muss ja kein Bahnhof sein. Ein Häuschen, eine Lampe, ein Ticketschalter, fertig. Ja? Ja. Das wären so Kleinigkeiten. Ansonsten ist es im Moment ist noch so viel im Kopf, dass man sich noch keine Gedanken wirklich macht, was man besser machen kann. Teilweise hat man gewisse Dinge schon vergessen, wie sie mal waren. So verrückt das klingt nach 4 Wochen. Aber manche Dinge hat man schon vergessen, was hier mal stand oder so. Also das ist ganz, ganz verrückt. Ja, das sollte sich auch mal jeder zu Gemüte führen, weil da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Man soll einfach mal so eine Standardstrecke, die man fährt, mal erzählen, was so links und rechts an Gebäuden steht, und du wirst merken, dass du es nicht weißt. Ja. Und wenn die einmal weg sind, dann fängst du nämlich an zu überlegen, was stand da eigentlich. Ne? Und das finde ich auch hier so krass, weil mir werden dann immer Bilder gezeigt, so wie es vorher war. Und ich hätte mir das nicht so vorgestellt, so schön vorgestellt, muss ich sagen. Ne? Ich muss sagen, das Ahrtal ist wirklich ein wunderschönes Tal. Also die Altstadt von Ahrweiler, die nahezu komplett zerstört ist, und was dann auch wehtut, wenn man hört von irgendwelchen Metzgereien hier für die Ansässigen, Metzgerei Roperts, ja, das war in Ahrweiler die Anlaufstelle für gutes Fleisch und so, wenn man dann hört, dass die sehr wahrscheinlich nicht mehr aufmachen, das Restaurant Belz in der Niederhut, ein sehr schönes Lokal, wo auch schon gesagt wurde, dass die nicht mehr aufmachen, also da wird sich definitiv was ändern, und sehr, sehr wichtige Dinge, die das Ahrtal eigentlich geprägt haben, die wird es so auch nicht mehr geben. Ne? Ja, aber das ist vielleicht auch eine Chance wieder für andere. Für Neuaufbau. Für junge Leute wie dich. Ne, die. Ja. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Es gibt im Ahrtal nichts für junge Leute. Also wir sind, Bad Neuenahr ist zum Beispiel eine Kurstadt, ja, also mit Thermalbad und was weiß ich. Also es ist sehr, sehr an alte Leute bedacht, ja, was ich auch schön finde, dass sie in den letzten Tagen sich noch ein paar schöne Jahre machen. Würdest du dich denn bereit erklären, wenn es jetzt eine Kommission gibt, die das Ahrtal planen soll, dass du mit da reingehst als Vertretung für die jungen Leute? Ja, definitiv. Gut. Definitiv.
Was würdest du von uns erwarten, die jetzt hier bereit sind, weiter zu helfen? Was denkst du, was wäre jetzt wichtig in den nächsten Monaten? Also ich sag dir, wie es ist. Ich bin nicht in der Lage, von euch irgendwas zu erwarten. Also nein, aber du darfst jetzt erwarten. Okay. Was erwartest du von uns und allen, die mitschauen und ganz Deutschland? Was müsste jetzt weiter passieren? Also generell wäre ich erstmal dankbar drüber, wenn wirklich jetzt mal vom Land oder so wirklich mal Gelder fließen würden. Ja, weil es heißt immer Soforthilfen. Und was weiß ich, klar, so diese 1500 Euro, die kleine Familien da beantragen können, das kam recht schnell. Aber es geht ja jetzt hier wirklich um große Summen, um die Infrastruktur wieder aufzubauen. Das ist wirklich wichtig, dass das jetzt schleunigst passiert. Wir müssen wirklich gucken, wir stehen vor den kalten Jahreszeiten. Keiner hat mehr irgendwie Heizung oder so. Du bist froh, wenn du einen Durchlauferhitzer für die Heizung hast, weil der läuft mit Strom. Aber alle haben eigentlich Gasheizung oder Heizölheizungen. Das heißt, die Infrastruktur diesbezüglich, die ist weg. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir den Winter überstehen. Ja, also es wäre jetzt wirklich wichtig, da diesbezüglich die Infrastruktur wieder aufzubauen, zumindest provisorisch. Ja, da habe ich aus der Schweiz eine interessante Nachricht bekommen. Aber ich habe das Problem, ich weiß nicht, an wen ich es weiterleiten kann, weil der ADD ist für mich nicht eine Kompetenzstruktur sozusagen. Und Entscheider hier zu finden ist echt schwierig, weil die können tatsächlich Netze aufbauen, auch Gasnetze, in ganz kurzer Zeit. Ja. Das sozusagen provisorische Netze wohlgemerkt. Das würde ja reichen, dass wir zumindest über den Winter kommen. Ja, also da probiere ich nochmal irgendwie die E-Mail rauszukriegen bei den zigtausenden, die ich kriege. Ja. Das ist einfach auch schade, weil bei mir kommt so viel an und gute Sachen, aber wie gesagt, ich bin ja auch nur ein kleiner Betrieb und kann da jetzt nicht irgendwie drei Leute anstellen, die das bearbeiten, zumal dann der ADD 200 Leute hat für sowas. Ne? Ich hatte eben noch eine wichtige Frage, aber da komme ich jetzt nicht drauf. Willst du uns was mit auf den Weg geben noch? Ja, in erster Linie, was ich eben schon angesprochen habe, wie gesagt, ich spreche, glaube ich, für jeden hier im Ahrtal wohnenden Menschen. Danke wirklich für jeden Einzelnen, der hier hilft. Leute, die sich Urlaub nehmen, von ihren Chefs befreit werden und hier hinkommen aus ganz Deutschland. Letztens hatte ich für uns aus der Lagerhalle den Schlamm rauszuholen. Waren gerade welche einen kleinen Minibagger am Abladen. Da habe ich gefragt, habt ihr schon was vor? Und dann sagten die, nee. Ich sag, ja, dann könntet ihr mir vielleicht helfen. Dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Wo kommt ihr denn her? Ja, von Sylt. Ja, also es ist wirklich überwältigend, von wo die Leute hier hinkommen. Ja. Mit Maschinen und Manpower und was weiß ich. Da wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ja. Ja. Und an die Landwirte, in erster Linie Bauunternehmen, macht so weiter wie bisher. Ihr macht einen ganz, ganz großen Job. Und wie gesagt, mit euch steht das Ahrtal schneller wieder, als wir denken. Ja. Manchmal kommen ja so dumme Sprüche von wegen, ich möchte ein Kind von dir oder so, aber jetzt möchten viele einen Wein von dir. Ja. Wo kann man deinen Wein kaufen? Also wir haben tatsächlich, vielleicht kannst du das irgendwie einblenden oder so, kannst du nichts, ne? Nee. Aber guck gerne mal bei alle, die Instagram haben, weingut-max-schell. Das ist das Weingut Max Schell in Rech. Da könnt ihr Weine online bestellen. Wir haben einen Online-Shop, wo ihr dann auswählen könnt, was, wie viel. Und kriegt ihr dann innerhalb von 2 bis 3 Tagen, sofern es die Infrastruktur zulässt, zugeschickt. Und wie gesagt, Webseite Weingut Max Schell oder auf Instagram Weingut Max Schell suchen und da könnt ihr Wein bestellen, wie ihr wollt und wir schicken euch den zu. Ja, Max Schell. Genau, richtig. Okay. Und du bist da so eine Art Betriebsleiter? Ich bin Außenbetriebsleiter, habe dann quasi die Verantwortung für die Weinberge, ja, mit Maschinenarbeit und allem, was dazugehört und mache dann aber auch im Keller alles, Weinbereitung. Wenn es die Situation zulässt, stehe ich auch schon mal im Anzug auf Messen, Weinmessen oder so, also ich mache eigentlich alles da. Ja. Habt ihr auch eine Weinverkostung oder Weinproben? Auch das, ja. Also Weinproben haben wir auch immer angeboten. Ist natürlich jetzt im Moment ein bisschen schwierig. Vielleicht würden wir es irgendwie gebacken kriegen, aber vielleicht nach dem Herbst, wenn die Trauben alle im Keller sind, dann können wir mal irgendwie, dann würde ich dich auch gerne mal vielleicht mit 1-2 Leuten zu uns ins Weingut einladen, dass wir vielleicht mal eine Weinprobe machen, mal eine Führung durch den Keller, dass wir gerne mal da mal ein bisschen Wein probieren. Und auch gerne ihr, meldet euch für Weinproben an. Wir gucken, was wir möglich machen können. Und ich glaube, wir können euch jetzt nicht mehr retten. Jetzt muss ich mich gerade outen, weil ich habe noch nie eine Weinprobe gemacht. Das war immer mein Traum, habe ich meiner Frau immer gesagt. Ich möchte mal so gerne eine Weinprobe machen. Aber ich bin echt ein Mensch, der auch viel arbeitet und gearbeitet hat. Und irgendwie habe ich dann immer gesagt, ja, dann wenn du eine Weinprobe machst, bist du 2 Tage krank danach, weil ich auch eigentlich fast keinen Alkohol trinke.
Aber das werden wir uns jetzt auf jeden Fall das mal... Das wäre doch eine super, super Gelegenheit. Genau. Ich mache auch so wandernde Weinproben, wo ich dann 4-5 Fläschchen im Rucksack habe, mit den Leuten wirklich durch die Weinberge gehe, am Stock wirklich erkläre, was wir das ganze Jahr über so machen, was wirklich für eine Arbeit da drin steckt, bis wir die Flasche Wein produzieren können. Ja. Und dann entsprechend zu den Weinbergen, wo wir gerade sind, den Wein probieren. Um die Leute wirklich mal an den Weinbau so ein bisschen ranzuführen. Ja. Also am Stock wirst du dann bei mir anders definieren müssen, ja. Wenn ich mit dir durch den Weinberg wandere, mit ein paar Flaschen im Rucksack. Ja. Also ich fand das Gespräch wirklich richtig klasse. Hat mich sehr gefreut. Weißt du, wie viele Leute du gerade gefesselt hast, gerade im Moment, die dir gerade zuschauen, live Keine zuschauen? Ahnung. Schätz mal. Also ich weiß nicht, sonst sind ja so 10.000 Leute sind ja sonst so am Start, was ich sonst so mitkriege. Keine Ahnung, die werden es auch jetzt wieder sein. Ja, du hast dich um 257 verschätzt. Plus mir 258 Leute, 10.258. Wahnsinn. Und das finde ich wirklich krass, aber wie gesagt, das Gespräch mit dir hat mich jetzt gefesselt. Wir haben ja davor schon gesprochen, ja, da dachte ja. ich, Mensch, hast du aber einen guten Gesprächspartner hier. Freut mich sehr, dass es den Leuten gefallen hat. Wie ja. gesagt, ich hoffe, ich konnte euch den A-Weinbau ein bisschen näher bringen und wie gesagt, das mit dem Hubschrauber ist halt, wie gesagt, es ist wichtig, die Winzer haben keine Maschinen mehr, deshalb müssen wir das jetzt aus der Luft machen. So. Ein letztes Mal, denke ich, weil wir jetzt gleich das Gespräch beenden werden. Ich kann mich nur noch mal bedanken für alles und für alle Leute, die jetzt wissen, dass ich hier hingefahren bin, um eben mitzufliegen. Ich sage euch, seid nicht traurig, ich bin total glücklich und wer sich dann den Rest denken kann, der weiß eigentlich schon Bescheid. Und in dem Sinne, vielen Dank an dich, ja, und wirklich gerne. Für die klasse Ausführung. Sehr und gerne. Ich werde auf jeden Fall am Wein nochmal dranbleiben. Ja. Du musst mir gleich mal deine Nummer geben. Können und wir gerne vielleicht machen. Können wir dann nochmal bei euch irgendwie einen Termin Sehr machen. Gerne, ja. Kommt ihr meinem Weingut vorbei oder so und dann zeigen wir euch mal so ein bisschen, was da Ihr da seht, ist. Er sagt mein Weingut und das sind die besten Mitarbeiter, die den Betrieb, egal ob du angestellt bist oder immer, nicht. Ich sage immer, meine Maschine, mein Weinberg, ich sehe das als meins. Ja? Ich arbeite, als wenn es meins wäre und ich denke mal, da kann sich auch ein Chef glücklich schätzen, wenn der Mitarbeiter so ist, dass er wirklich denkt, er macht das, als wenn es seins wäre, weil gründlicher kann man eigentlich nicht arbeiten. Das war ein tolles Schlusswort und damit enden Alles wir. Alles klar. Macht's gut, hat mich sehr gefreut.